Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel X-Rebirth, die 1-Stunden-Version. Ja, in der letzten Folge, die hieß Leo Kerols Mission, oder Missionen war es, genau, habe ich alle seine Missionen schon erledigt, bis auf eine, also theoretisch eine, ich weiß nicht, was mich dann noch alles erwartet. Kurz mal hier reinschauen. Okay. Oh, hier gibt's einen Techniker. Hallo Pilot, kann ich Ihnen etwas anbieten? Anheuern. Koordinaten eingegeben. Ladesprungantrieb. Was? Was willst du laden? Was soll überhaupt diese Aufregung um KI? Hallo Pilot, kann ich Ihnen etwas anbieten? Koordinaten eingegeben. Ladesprungantrieb. Ich will mit dir quasseln. Es reden alle durcheinander, genau. Könnten wir mit einem weiteren beginnen? Sollen wir? Na, ist mir das Spiel schon wieder vorbei. Waffenhändler. Nee, brauchen wir nicht. Ja, Station wurde fertig oder ein Modul wurde fertig. Eins von dreien. Welche die da? Sind wir hier jetzt fertig mit Zeug anstarren? Okay, letztes Modul. Sehr schön, die Targon-Suche. Ja, bauen wir alles. Sie wählen. Sehr schön. Bisschen Geld kriegst du auch noch. Passt. Sehr schön. Schauen wir hier kurz rein, Material zu liefern. Oh, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Genau, eine Rahanos ist ja unterwegs. Genau, die bringt das Zeug hin. Sehr schön. Und Solarenergie-Kollektor. Nee, fertig mit Stationsbau, würde ich sagen. Cool. Reparieren. Nee, müssen wir nichts. Aufrüsten. Alles. Auf Maximum. Okay, V-Starter. Gibt's bloß einen. genau. 147 MB-Türme. Krass. Okay. 11 Millionen. Okay. Wenn ich schon hier bin. Was? Empfohlenes Mindestbudget 0? Aktuelles Budget? 1 Milliarde? Was? Kann das sein? Nee. Millionen reichen. Würde ich jetzt mal sagen. Zu pauschal. schon mal kurz hier rein. Ja, das ist auch genügend, würde ich sagen. Ja. Was? Bergbauschiff? Ja, okay, machen wir dann nächstes Mal. Und bei dir da? 86 Millionen. Boah, mein Manager, die, ja, die sind ganz schön reich. Nicht schlecht. Was war jetzt hier gerade los? Lyrania. Ja, die wird gleich pulverisiert werden. Ne? Ja, sieht man auch hier. Schild. Ne, der lädt sich wieder auf. Ah, die ist unten. Die sind gar nicht auf der richtigen Höhe. Hm, egal. Passt schon. Drostan ist auch noch irgendwo unterwegs, genau. Ja, sprich mal den Leo Kerol einfach Hallo, mal an. Freund. Missionsliste. Attentat. Ich dachte, ich muss irgendwie Passagiertransport machen. Ich will, dass jemand verschwindet. Für immer und am besten schmerzhaft. Aha, töte Harry Kamon. 8 Millionen. Ja, das Geld wäre mir nicht so wichtig. Nun, auch wenn mir dabei unwohl. Was soll überhaupt diese Aufregung um KI? Jetzt redet es nicht alle durcheinander. Mensch, Verteidigungsoffizier. Hallo. An KI interessiert? Ich kann Ihnen alles dazu erklären. Ja, ja, erkläre KI, genau. Machen wir das mal. Ui. Künstliche das war ein Ruckler. Gesetzter Parameter agieren. Ziemlich nützlich, aber auch nur eingeschränkt einsetzbar. Ja, ja. Lassen Sie sich nicht von mir stören. Machen Sie weiter. Warum ruckelt das so? Intelligence hat die Möglichkeit, ihren ursprünglichen Programmcode weiter auszubauen und sich neuen Situationen anzupassen. Gut gesagt und auf den Punkt gebracht. Ich freue mich über unser Gespräch. Hey, 22. Sehr schön. Gegenstand, kriegst du ein rotes Wasser. Großartig. Smalltalk schwer. AGI Evolution. Okay.
Obwohl AGI gegenüber KI effizienter sind, besteht immer das Risiko, dass sie sich im Laufe der Zeit über ihren ursprünglichen Einsatzzweck hinaus entwickeln. Ja, ja. Lassen Sie uns das klarstellen. Grenze von KI. KI ist eine gute Nachricht und die AGI ist noch besser. Ja. Und die ganze Zeit über dachte ich immer, die AGI sind die bösen Jungs. Ja, sind sie ja. Immer schneller was? Werden, aber niemals außerhalb ihrer Beschränkungen agieren. Sie verschwenden meine Zeit. Bitte gehen Sie weg. Nein. Ah. Ja, egal. Hat ja nichts verändert. Ich gehe mal zurück auf die Alben Chunk. Und jetzt soll ich irgendwo hinfliegen. Aerodrom. Nee, ist auch nicht mein Ziel. Schattennebel ist anscheinend mein Ziel. Großes Becken. Was ist hier? Oh, hier ist irgendwas Rotes. Ist da Naha? Ja, die wird eh gleich zerstört werden. Ja, das sind genügend Schiffe unterwegs. Die kümmern sich schon um die Sanaa. Ich soll hierher fliegen. Joa, dann machen wir das einfach mal. Die muss nachtanken anscheinend, oder? Ne, die handeln mit der 10-Leute-Lage, okay. Nehme ich jetzt die Sprungboje oder Sprungtor? Nehmen wir Sprungtor einfach mal. Und... ja, jetzt sehen wir ja, was mich da erwartet. Eine Lyrania soll ich anscheinend zerstören, aber ich glaube nicht, dass es schon alles war. Das wäre ja doch ein bisschen zu einfach. Ja, benutzen wir hier den Halbe, 13 Kilometer entfernt, sehr schön. Okay, verlasse den Halbe 150 Kilometer. Da ist schon wieder eine Omikron unterwegs. Nee, nee, nee. Ha, egal. Die stört mich gerade nicht. Oder erstmal nicht. Genau. Oh. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Also einmal hier Lyrania, Omikron und noch eine Omikron. Was, die gehören zur CAOW? Wieso? Ja gut, dann würde ich mal pauschal sagen, nehme ich mal zwei Schiffe als Verstärkung dazu. Köpfe an, Köpfe, Objekt an. Lyrania. Genau. Jetzt greifen die zwei Schiffe die Lyrania an. Also hoffe ich zumindest. Ja, ja. Und die anderen Schiffe sind alle hoffentlich gut repariert. Ja. Keines beschädigt. Sehr schön. Die zwei sind jetzt immer noch da, aber die springen hoffentlich gleich, oder? Ja. Gesagt, getan. Ging ganz schön schnell. Information auch noch, sehr schön. Also nicht Information, sondern Information. Haha, Wortspiel. Dann machen wir hier einen kleinen Cut. Denn es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis die Schiffe da sind. So wie man sieht, sieht man. Die zwei Aravans sind hier in Sturzflug. Müssen eh gleich, ja, da sein, sehr schön. Und werden auch gleich die Lyrania angreifen. Das passt nämlich sehr, sehr gut, dass ich mal Glück habe. Die zwei Omikrons sind hier ein bisschen abseits. Und die Lyrania wird von, ja, von den Aravans quasi in den Mangel genommen. Kann ich irgendwas schon mal zerstören? Antrieb? Ja, das ist aber auf der anderen Seite, oder? Nee. Obwohl 10 Kilometer, hm? Ne, wird nicht ganz reichen. Boah, der Schild! Doch relativ schnell weg. Okay, was macht der. Was macht die Lyrania da? Okay, muss da auf jeden Fall ein bisschen mithelfen. Ah, nee, komm, geh weg. Ich brauche diese Anzeige nicht. Ich brauche was anderes. Ja genau, jetzt verschwindest du, oder? Ich
brauche diese Anzeige nicht. Geh weg. Geh weg. Verschwinde. Nee, ich brauche... eigentlich was anderes hätte ich gebraucht. Offscreen habe ich noch ein paar Tutorials hier in die Nähe gebracht. Aber ich glaube, ich werde mich selbst um das Problem kümmern müssen. Außer die Aravans kommt jetzt gerade irgendwie nicht hinterher. Drehen sich und drehen sich und drehen sich. Ah, die werden mit Drehen nicht mehr fertig. Sind ja die Plasmastrahl-Geschütztürme schon weg? Nee, ich hasse diese Anzeige. Weg damit. Weg, 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 weg. Mensch, da ist er ja. So intakt, wo sind die? Auf der anderen Seite, logischerweise. Muss unbedingt zerstören, denn die machen am meisten Schaden. Aber doch ganz schön nah dran. Ey, viel zu nah. Und Feuer. Ja, geht doch. Sehr schön. Sind meine Aravans wieder ein bisschen geschützter unterwegs. Und ich habe gesagt, hier das Teil angreifen. Okay, die schaut noch gut aus. Die 71%. Wir bitten jede mögliche Hilfe. Ja, ja, passt schon. Ihr schafft es schon irgendwie. Also hoffe ich jetzt mal. Ah, die Plasmastrahlgeschütztürme, die machen immer noch am meisten Schaden. Wo sind die? Willst du mir jetzt einmal... eigentlich die Plasmastrahl, die Plasma-GR-Strahl, wie die heißen. Ja, oh, wenn ich so viel Zeug da drauf wäre auf den Schiff, dann wäre es einfacher zum Anvisieren. Wo ist der unten? Ne, da ist er, oder? Ah, hätte ich auch so zerstören können. Sehr schön. Jawoll. Und weg, 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 weg. Reicht das einmal? Wir sind zwei Tutorials unterwegs. Sehr schön. Dann schaut es mein Schiff her aus. Eigentlich gar nicht schlecht. Oh, die eine ist gleich hin. Die eine ist gleich hin. 2% noch. Oh, schaut gar nicht schlecht aus. 1%. Und kaputt. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Oh, die ist auch gleich hin. Sehr schön. Oh, beide gleichzeitig kaputt. Ich glaub's nicht. Hier die Lyrania wird jetzt in den Mangel genommen. So, zerstören. Alle an. Alle Schiffe der Schiffangreifer. Ah, fast gleichzeitig. Ha. Gleichzeitig wäre besser gewesen. Okay. Wo ist die jetzt? Da oben, ne? Was macht die da oben? Okay. Angreifen. Zerstören. Wo ist mein ganzes Schiff überhaupt? Ja, die haben sich hier versammelt. Hier sind zwei Tutorials, hier sind zwei Aravans, hier sind die restlichen 8 Tutorials. Die sind relativ schnell, wollte ich sagen. Nee, ist sie nicht. Angreifen. Oder muss ich das selbst machen? Dass das Schiff mal nicht abhauen kann, werde ich einen Sprungantrieb erstmal zerstören. Die Distanz müsste reichen. Ob eine Salve reicht, ist halt die andere Frage. Die wehrt sich schon. Hier sind noch ein paar andere Schiffe unterwegs. Will die abhauen? Nee, nicht mit mir.
Ist der kaputt? Ja, der ist kaputt. Aber sowas von kaputt. Ah, jetzt haut sie schon wieder ab. Hinterher. Oh, das sind meine anderen T-Trills. Er fliegt, ja, fast in die richtige Richtung, wollte ich sagen. Hier sind ein paar UFVs unterwegs. Sehr schön. Angreifen. Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit angreifen. Wäre schön. Antrieb, ja. Antrieb ist immer gut, wenn man den zerstören kann. Nee. Ah, komm, bleib mal stehen. Ja, ist klar, dass sie abhaut. Geh ein bisschen hier in den toten Winkel. So, das war's mit dem Antrieb, würde ich sagen. Ja, doch noch nicht ganz. Dreht schon wieder. Aber keine Angst, die Raketen treffen schon irgendwie. Oder irgendwann. Da tut ja das auch ganz schön. Na komm, schieß halt. Wenn man das alles selbst macht. Ich hab schon 12 Schiffe da drauf geschickt auf das eine. Und die kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Die Geschütze können die auch mal zerstören, die nerven langsam. Ja, der erste Rakete wird zerstört. Nicht gut. So. Du nervst auch. Ich weiß, 3 Sterne Rakete ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber egal, egal, passt schon. Alles für die Mission. Und gleich ist das Schiff stillgelegt. Jawohl, sehr schön. So, das müsste erstmal reichen. Jawohl, was haben wir jetzt noch? 17%. Angreifen. Ach nee, jetzt werden die UFVs zerstört. 13% Hülle. Dock an, T-Troll 8. Ja, genau, flieg dann. Flieg dann. Du bist besser aufgehoben. Ich würde es wirklich gerne von meinen Schiffen erledigen lassen, aber irgendwie sind die gerade ein bisschen blöd. Angreifen. Ich könnte das Schiff auch entern, aber es ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Oder Sinn der Mission, sagen wir es mal so. Ja, genau, Schneckentempo. Flieg alle da schon in die richtige Richtung. Das ist sehr gut. Was haben wir? 17 Kilometer. Ja, das reicht aber vorne und hinten nicht. Was haben wir? Zieldistanz. Das sind die 2 Aravans. Sind nur auch. Ja, aber auch noch weit weg. Sehr weit weg. Kurz mal schauen, was haben wir hier? Distanz 13 Kilometer. Gute 12 Kilometer sind ja schon noch. Na, die sind ja 7 Kilometer. Ja, die wird gleich das Feuer öffnen. Die Trill 8 hat hier Husar-UFVs draus. Ja, sehr schön. Feuer wird eröffnet. Die ist auch schon relativ nah. Ja, wenn die UFVs zerstört werden, dann werden sie halt zerstört. Oh, da tut sie eine vordrängeln. Okay, ja, die Aravans sind jetzt auch da. die eine zumindest. Die ist schon wieder so gut wie repariert. Sollte auch nochmal drauf schießen. Nur, dass ich auch drauf geschossen habe. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Ja. Die T-Trill ist doch ganz schön nah dran. Wird die noch Schaden kriegen? Oder nicht? Das ist die Frage.
Kaboom! Oh ja. 4% Schaden. Aravan hat keinen Schaden bekommen. Sehr schön. Gefällt mir. Mission abgeschlossen hat es geheißen. Und auf Steam habe ich irgendwas freigeschaltet oder beendet oder wie auch immer. Es wurde wieder so kurz eingeblendet, da. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Nicht genau gesehen, was es jetzt war. 88% Hülle, ja, die wird noch repariert werden müssen. Oh ja, das ist der ganze Seitenteil kaputt. Ich korrigiere. Seitenteil E. Eieiei. Okay, Hülle ist wieder bei 90%, alles gut. Ja, von mir aus. Interessiert mich gerade nicht. Kann hier noch irgendwas einsammeln? Ich glaube nicht, oder? Was sind das, Container? Antimateriezellen? Was? Wie kann ich das Zeug nochmal einsammeln lassen? Wie ging das nochmal? Halt Frachtsammelmodus war das, glaube ich. Frachtsammelmodus. Steuerung rechts, um dein Schiff anzuweisen. Habe ich jetzt alles. Muss ich alles markieren oder irgendwie so Raum erst rumziehen wir einfacher? Und jetzt wähle ich einfach die da aus, ne, Befehl. Oh, ich mache das so selten. Oh, das ist das falsche Schiff. Kein Schiff, das kann ich machen. Geht es nicht mit der da? Sammel Ressourcen. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich das falsche Schiff. Wenn wir die mal ausrufen. Neuer Befehl. Sammel Ressourcen. Nee, halt. Also was auswählen, genau. Ah, Doppelklick. Habe jetzt alles markiert. Halt, nee, hier noch. Ist vieles noch nicht markiert. So ging das, genau. Kommt davon, wenn man das eher selten macht. Jetzt wird alles markiert. Ja, so gut wie alles. Also kann ich sagen, dass sich alles dreht. Sollte sich aber nicht drehen. So, Ranas, Rufer, Befehl. Halt, es muss immer eine Flotte sein, deswegen. Ja. Gut, dann wird es wahrscheinlich bloß mit den anderen Schiffen gehen. Bin ich jetzt ganz blöd oder was? Ich bin doch im Frachtsammelmodus. Ah. Ah, okay. Nee. Hat schon funktioniert. Sehr schön. Ich dachte schon, ich hätte wieder irgendwas falsch gemacht. Schauen wir mal kurz dazu. Sehr schön. Diese Antimateriezellen werden das mitgenommen. Von der Titral 6. Okay. Ja, das war's anscheinend schon. Hier ist auch noch was. Hallo. Habe ich alles markiert? Schon, oder? Oder wird irgendwas vergessen? Ne, ich denke, das war's. Kann ich den Scan-Modus wieder beenden? Plätze hat und Scanner zurück. Eieiei, die sind fleißig. Die sind fleißig.
Wie sieht es aus mit meiner anderen Aravan? Die ist schon repariert. Warum wird das hier als roter Punkt angezeigt? Ist das die Frage? Was ich mir jetzt auch die Frage stelle, die Schiffe, die zwei Olmecons und die Lyrania, die haben ja zur Fraktion CAOW gehört. Ne, immer noch 17. Sehr gut, sehr gut. Ergonische Regierung habe ich 22. Was machen die jetzt? Aha. Sammel, dock an. Ja, helfen die jetzt auch mit, die zwei, oder? Weil die so nah sind. Was macht's ihr hier? Ich fliege mal ein bisschen weiter weg, dann kann ich vielleicht einen Synthesizer benutzen. Wenn sie nicht dauernd alles drehen würde. So, jetzt, genau so. Synthesizer wird benutzt. Sammelt irgendjemand das Zeug noch ein, oder? Oder nicht? Machst du das? Nee. Ja, irgendwann muss er das Zeug einsammeln. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum das jetzt keiner mitnehmen will. Oder ist sie schon voll? Nee, die ist nicht voll. Fracht. Antimateriezellen 9000. Ja, die kann man ja wieder gut verkaufen. Aber warum sammelt es keiner das Zeug ein? Muss ich nochmal in Frachtsammelmodus gehen? Kalibriere hat Containerscanner aktiviert. Ah, genau, okay. Versuchen wir es mal anders. Hier haben wir eine Tutorial 10. Die unterstützt mich jetzt, genau. Obwohl, markiert ist ja alles schon. Hilft die jetzt mit? Ne, hier sind noch ein paar UFAs unterwegs. Ah, okay, sehr schön. Ja, die mussten wahrscheinlich bloß mal kurz andocken und nachtanken oder wie auch immer. Hier sind auch UFAs unterwegs. Ha? Sehr schön. Ja, das wird aber nicht für euch reichen, oder? Für alle. Es sind hier 4 UFVs unterwegs, Lasten-UFVs, hier sind 4 Lasten-UFVs unterwegs. Die werden sich wahrscheinlich drum prügeln müssen, wer jetzt diese 4 Container bekommt. Halt, meiner. Könnten wir mit einem weiteren beginnen? Sollen wir? Sehr schön, das hat jeder. Docke an, ja. Und was willst du mitnehmen? Da ist ja nichts mehr da. Die anderen waren schneller. Ash-Bitch. Sehr schön. Ja, wenn die jetzt angedockt sind, haben die jetzt Zeug mitbekommen? Mitgenommen? Ja, die schon. Also muss ich merken, Tutorial 6 und welche war die andere? War das die da? Oder was die da? Ne, die da war's. Die 4 und die 6er war's. Genau, wenn die zwei ihre UFAs wieder haben, dann müssen die das Zeug irgendwie verkaufen, denn Antimateriezellen brauche ich jetzt nicht so in der Form. Ein bisschen beschleunigen. Genau, die einen sind angedockt und die anderen sind auch gleich angedockt. Die 4 und die 6er. Okay, alle angedockt. Sehr schön. Jetzt gehen wir kurz hier rein ins Handelsmenü. Antimateriezellen. Tutorial 4 und Tutorial 6 war das. 4, genau. Hat jetzt 3851 Antimateriezellen.
Nee, nach Corona werde ich das Zeug nicht verkaufen. Aber... wird irgendwas Omikron sein? Leuchtende Oase, wundervoller Tempelritter, ja. Schattennebel, ja. Ist gleich um die Ecke, würde ich sagen. Wandelnde Steine. Ja, das passt hier ganz gut. Alle. Halt, nee, halt verkaufen. Mein Fehler. Ah, gerade nochmal gemerkt. Omikron, leere Gefilde, nee. Schattennebel, Perlenküste. Ja, okay, hört sich besser an. Wie viel? Ja, genau, passt schon, oder? Wir konnten nicht mehr. Ja, wird schon reichen. Das war die Vierer und dann bei die Sechser noch. Halt, die Sechser mal hier. Schattennebel, Perlenküste. Ja, die könnte auch was hinverkaufen. 9000, ja. Sehr schön. Wo willst du mich unterstützen? Achso, wegen den da. Genau. Jetzt wird die und die gleich wegfliegen. Genau. Ja, du bist aber ganz schön nah hier. Bleib einfach stehen. Die dreht sich und dreht sich. Egal. Schauen wir mal kurz hier rein. Station wurde fertig, hat es geheißen. Sternenplex, Hufe. Versteckte Metallpanzerung. 392 Stück. Warum? Sternenplex. 392 hat es geheißen. Mit wem sollen wir die Waren tauschen? Sternenplex. Okay, so viel hast du eh nicht mehr dabei. 392. Halt, Uhr, falsche Richtung. Passt, sehr schön. Und die anderen Stationen. Metallzulieferer. Fusionsreaktoren, ja okay, kann jetzt nicht beeinflussen. Passt schon soweit. Solarenergie-Kollektor. Ist schon fertig? Tatsächlich, alles fertig. Cool. Dann kann man die Station mal richtig aufmotzen. Lasten UVs 30, ja, das reicht erstmal aus. Husa-UVs. Wir haben überall viele. 50. Die sollen auch was bewirken können. Ich habe normalerweise immer 30 gemacht, aber die Stationen sind alles so frei. Dass sie sich auch wirklich verteidigen können. Ich weiß, es kostet jede Menge Geld. Es sind bei 23 Millionen, aber es passt schon. Überfall, UVs, nee, brauchen wir nicht. Neutronenbrecher, warum? Was? Mehr geht nicht? 200 nur? Hm. Okay. Architekt. Genau, hat sie das Geld zurückgegeben. Aktuelles Budget, ja, 15.000 mehr. Okay, passt schon. Sehr schön. Warum ist hier wieder gelb? Achso, Bergbauschiff braucht der noch. Fliege zu Perlenküste, ja, flieg halt mal. Mit der Geschwindigkeit kommst du da niemals an. ja, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Will hier mal schnell andocken. Und sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, wie man sieht,
sind die zwei T-Turals, die Vierer und die Sechser, hier schon angekommen. Wir werden jetzt hier die Antimateriezellen verkaufen. Also hoffe ich zumindest. Was haben wir hier für eine komische Konstruktion? Was ist das schon wieder? Aha, irgendwas wird das schon sein. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Was haben wir hier schon drin? Ja, Lastenurfahrer waren ja vorher schon da, aber sonst wurde noch kein einziges Urfahrer angeliefert. Warum nicht? Ja, das dauert anscheinend noch ein bisschen. Ich gehe wieder zurück auf die Albion. Du folgst mir. Ja, willst du am besten auch hier andocken oder wie? 3 Kilometer Distanz, geht's noch? So viele Schiffe. Ist auch eine. Nee. Wir haben dieses Geschäft sauber abgeschlossen. Ich schicke Ihnen die Einzelheiten. Ja, ja. Ich dachte, das wäre auch eine Tür, aber es ist ein Stein. Oder Felsen, meine ich. Die braucht noch eine Weile, bis die repariert ist. Ja, das eine Modul ist schon fertig. Sehr schön. Aber der Antrieb, oder? Geht der Antrieb schon? Ja, Antrieb. 1% Hülle hat Antrieb. Eieiei. Da sollte man nicht unbedingt drauf schießen. Auf der Seite genauso. Ja, 7% Hülle ist ein bisschen mehr. Ja. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier noch bei meinem Schiffsparkplatz. Wir müssen einfach mal stehen bleiben. Obwohl die anderen zwei, die sind noch unterwegs. Warte mal, jetzt machen wir mal anders. Schauen wir kurz darin, darin, darin. Docke ab. Docke an. Ja, okay. Von mir aus. Von mir aus. Passt schon. Ja, eine Station, haben wir ja gerade gesehen, braucht noch ein Bergbauschiff. Es war gleich das Material zu liefern. Details, Instandhaltungsmissionen. Wir brauchen noch ein paar Module. Chemie-Raffinerie wird, glaube ich, gerade gebaut. Bergbauschiff, Massengut. Das ist wäre, glaube ich, eine Sequana, oder? Bergbauschiff, Massengut. Bestellen wir einfach mal. Ist ein Großschiff, oder? Massengut. Ja, Sequana oder Fetthelm? Ich stehe eher auf die Sequana. Fetthelm sieht man, hat 143 bei den Aktualisierungsmöglichkeiten und Sequana 163, also ein bisschen mehr. Bergbauturm zweimal, passt schon. Sequana einmal bauen, ändern, alles nach oben schrauben. Sehr schön. 163, genau, sehr schön. Weiter. Lasten-UV. Ja, es soll auch schnell gehen. Machen wir 15. Wow, was? Nicht so viele. 15 wollte ich. Und keine 20.000. 15, jawohl. Bau-UFVs. Machen wir auch 15, denn das Schiff wird wahrscheinlich auch mal angegriffen werden. Genau. UFVs. Genügend, würde ich sagen. Wie viele passen rein? 300, okay. Ja, auch 20. Und hier machen wir 20. Ah, die Überfall-UFVs. Ah, da halte ich nicht so viel davon. Um Schiff zu entern, sind die ganz okay. Denn das Schiff feuert ja nicht mehr, aber sobald das gegnerische Schiff feuert und ausweichen kann,
sind die Hescher, die Überfall-UVs, denke ich jetzt mal, nicht geeignet. Ja. Gibt's noch irgendwas dazu zu sagen? Nö, glaub nicht. Tagebau-UV MK1. 111 habe ich schon. Wie viele wollen Sie kaufen? Ja, es wäre am besten schnell gehen. 15, dann von denen auch 15. Na mal 140 UVs. Ich glaube, so viele hat ihr noch nie auf einem Schiff. Das Schiff ist dann auch relativ schnell wieder voll. Also würde ich jetzt mal sagen, mit Ressourcen. Die ganzen UVs, ja, die sollten schon ein bisschen Abwehrmöglichkeiten darstellen. Obwohl, machen wir da vielleicht 30. Einfach auf Nummer sicher. Und hier machen wir auch 30. Ey, so viele. Es sind hier 4 noch da und da sind auch noch 4. Okay. 160 UVs. Ey, Wahnsinn. 38 Millionen. Also ich glaube, die größte Position sind die UFVs, wie es aussieht. 3,7 Millionen allein schon die Tagebau-UFVs im K2. Ja, passt schon. Alles cool, würde ich sagen. Alles cool. Dann brauchen wir logischerweise noch eine vernünftige Besatzung. Halt, was machen die? Was machst du? Fliege zur Albion-Schank. Ja, mach das. Die andere ist auch schon unterwegs. Warte mal. Das geht aber schnell. Ja, auf jeden Fall. Eine Station soll fertig werden. Machst du das? Ja, du warst das. Jawohl, war auch letztes Modul. Aufrüsten. Aufrüsten oder upgraden. ...267 MB-Türme. Schon nicht viel. 14,5 Millionen. Alles gut. Wie sieht's da aus? Achso. Da wird noch Zeug hin und her gebracht. Da ist immer noch keine UFVs da. Mensch. Warum eigentlich nicht? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Halt, falsch. Ändern, nicht rufen. So, sollte jetzt aber reichen, oder? Oder muss ich das Zeug den Architekten geben? Ah, ich weiß nicht mehr. Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Egal. Das Geld bekomme ich ja so und so wieder zurück. Ja, für diese Quana brauche ich dann logischerweise noch einmal Besatzung. Dann fliegen wir am besten da zu großes Becken. Sind wir gleich da. Großes Becken. Genau. Sonst schon sind wir da. Okay. Drei schöne Raketen habe ich auch nicht mehr so viel. Zuleihe auch nicht mehr so viel. Waffenhändler. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ich meine, irgendetwas? Erstmal. Ich hab hier alles, was Sie brauchen. Ja, ja. Erstmal alle 3-Sterne-Raketen wieder kaufen. Ich habe, glaube ich, 110 Stück gehabt, oder? Ich glaube, 110 waren es insgesamt. Genau, das machen wir schnell. Darf ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ist ja nicht so, dass ich eine Familie daheim hätte, die auf mich wartet oder so. Sehr schön. Jetzt habe ich hier 60 Solarraketen, 110 Dreschenraketen und
ja, mehr brauche ich aktuell auch nicht. Jetzt suchen wir mal nach einem Techniker. Halt, hier ist noch irgendwas. Brauchen wir nicht. Weg damit. meine Schiffe verfolgen mich die ganze Zeit. Das mag ich nicht. Egal. Sollen sie mir halt folgen. Techniker haben wir gesagt. Hier gibt es 4 Techniker. Ui. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? 33.500, ja, eigentlich ein guter Preis. Dann, wen haben wir hier? 37.000. Sie werden den Tag, an dem Sie mich angeheuert haben, noch als Ihren Glückstag im Kalender ankreuzen, Sir. Dann. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? 33.000, ja. Ich nehme alle Techniker, was ich bekommen kann. Alle guten Techniker, logischerweise. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Danke, dass Sie mich einstellen, Sir. Das gibt's doch nicht, lauter gute Techniker. Ich verspreche, dass Sie begeistert sein werden. Was jetzt bitter wäre. Okay, ich hab's hier hinten schön gemütlich. Wäre, wenn ich jetzt 4 5-Sterne-Techniker habe. Das wäre richtig bitter. Wo ist die Bahn? Genau, das Sequana ist auch schon unterwegs. Also sollte unterwegs sein, halt, was haben wir hier? Lyramicon, ja, von mir aus. System, jetzt kommen wir jetzt. Die ist glaube ich hier, oder? Nein? Halt, Sekunde, schauen wir mal. Ich habe es mir an Bord gemütlich gemacht. Alles klar. Ja. Ich bin hier hinten sicher aufgehoben. So, schauen wir mal nach. Sequana, wo ist die großes. Was großes Becken, ne? Ach, die ist schon da? Rechts vor mir. Sequana, tatsächlich. ja. Pass auf. Bereit auf Ihren Befehl, Sir. Ich dachte, die würde jetzt mit der Araber nämlich kollidieren, aber dann haben wir Glück gehabt. Bleib einfach stehen. Sir, kann ich Ihnen behilflich sein? Selbstverständlich. Ich warte hier auf weitere Anweisungen. Ja, ja, passt schon. So. Fliege zu großes Becken. Ja, du bist ja schon da. Boah, ich schicke meine Schiffe mal weg. Die nerven bloß. Sequana. Halt alle außer die Sequana. Übertragen, fliege nach zur Position, fliege. Fliegt's mal hier weg, das nervt bloß. Fliegt's mal darüber zu den anderen 2 Schiffen. Bestätigen. Genau. Das ist ein bisschen Ruhe. Die stehen jetzt alle falsch rum. Die müssen jetzt einmal alle 180 Grad drehen und dann hier rüber fliegen. Theoretisch. Genau, offscreen. Es wurde schon wieder ein weiteres Modul fertig. Schau mal kurz mal rein. Halt, oh, Stationen. War das jetzt da? Sie haben hier das Heft in der Hand, nee, kann es nicht gewesen sein. War es wahrscheinlich der da? Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Jetzt. Ah. Was macht die? Ja, genau, ramm mich auch noch. Ja, genau. Sehr schön. So, und jetzt lassen wir die Ruhe. Die Station ist ja schon fertig. Was wurde jetzt fertig? Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Irgendwas wurde fertig. Egal. So, Sequana. Bleib mal hier bei dir. Es nervt bloß, wie die anderen Schiffe uns da moppen, wollte ich sagen. Ja. Sind die schon weg? Nee, noch nicht. Da ist eine Araban, die könnten wir auch nochmal rammen. Wo sind die? Da unten, ne? Wehe, du rammst uns. Wehe, dann aber. Ja, die fliegt jetzt eine Vollkaracho hier dagegen, oder? Nee, doch nicht. Haben wir Glück gehabt. Sequana kann nicht mal stehen bleiben. Was soll ich hinten andocken? Bleibst du stehen? Wartenbereitschaft. Ja, Wartenbereitschaft ist immer gut.
United Tutorial kennt sie auch nicht aus. Egal. Schauen wir kurz mal rein. Mannschaftsquartier betreten. Marineoffizier, und ja. Jetzt? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. 1238, super. Dann 3 Sterne. Dach auch. Tschüss. Sie mich einfach an der nächsten Plattform raus. Dich kann ich leider nicht gebrauchen. Dann, was haben wir hier? 5 Sterne einmal. Hallo Kumpel. Lassen Sie mich beim 3 Sterne. Aussteigen. Das naja. War erbärmlich. Ja, erbärmlich, weiß ich. Was haben wir hier? 4 Sterne. Ja, worum geht's? Lassen Sie mich an der nächsten Plattform raus. Ich werde dort bestimmt jemanden finden, der kompetenter ist. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher von diesen Technikern, die ich gerade gekauft habe, war jetzt der teuerste. Kann sein, dass die auch die günstigste war. Ah, hallo. Du arbeitest aber woanders, und zwar auf der Sequana. Fliegen die jetzt alle gleichzeitig weg, oder was ist hier los? Sequana. Gut, ich gehe jetzt in meine neuen Quartiere. Sehr schön, und tschüss. So, vom Techniker haben wir ja schon. So, kannst du mal schauen, wo die jetzt hinfliegen oder wie die fliegen. Oder ob sie fliegen. Mission abgeschlossen. Hey! Die kennen sich selbst nicht aus, was sie machen sollen. Naja, okay. 2 zünden ihre Triebwerke. Ja, mehr oder weniger. Dann ist auch noch einer unterwegs. Ja, die werden schon irgendwie hier wegkommen. Tutorial 3. Ja, die hat irgendwie aufgegeben, die wartet erstmal, bis alle anderen weg sind. Du stehst also eben komplett falsch rum. Ja, egal. Die Schiffe interessieren mich jetzt gerade nicht. Ich drehe mich wieder so um. Ich brauche für diese Quana noch einen Verteidigungsoffizier. Und einen Captain, logischerweise. Captain weiß ich jetzt nicht, welcher an Bord ist. Was? Nur ein Verteidigungsoffizier? Hallo, mein Freund. Okay, ja, der könnte eigentlich gar nicht schlecht sein. Ich würde es niemals bereuen, mich eingestellt zu haben, Sir. Sehr schön. Und einen Captain nehmen wir natürlich auch gerne. 55.700. Fisti. Oh, nee. 67.000. Okay. 74.000. 47. 78. Oh, da könnte ich gar nicht schlecht sein. Nehmen wir die Fisti auch noch. So. Ich hab's mir hier hinten bequem gemacht. Ja, passt schon. Passt schon, alles cool. Sind immer noch nicht alle weg. Ja, eine fliegt jetzt wieder. Die zweite auch. Ja, das dauert einfach. Das dauert einfach, bis alle weg sind. Okay, ich hab's hier hinten schön gemütlich. Ich bin an Bord. Machen Sie hier hinten denn nie sauber? Nee, ganz selten. Ganz selten. Einmal feucht durchwischen reicht normalerweise. So, Verteidigungsoffizier. 325. Oh Gott. Hallo, tschüss. Verschwinde. Hier einen neuen Job zu finden, sollte red nicht so viel, verschwinde. Die kann ich leider nicht gebrauchen. 513. Boah, die ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja? Ich bin froh, tschüss, dass ich sagen. Wegkomme. Ich werde mir eine anständige Stelle suchen. Ja. Ich mache an dieser Stelle am besten nochmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich vernünftiges Personal gefunden habe bzw. angeheuert habe, und ja, sehen wir uns gleich wieder. So, ich war gerade hier in Omikron unterwegs, also das heißt in ganz Omikron, und habe wirklich kein gutes Personal gefunden. Das ist absolute Katastrophe. Ich gehe mal schnell ins Mannschaftsquartier. Ja, das ist meine Captain, die ich vorher schon hatte, bevor ich den Cut gemacht habe. Ja, das ist eigentlich die beste.
Deswegen machen wir das so. Führung, Weiterbildner, habe ich so ein kleines Seminar mir freigeschaltet. Es hätte 3x4 Sterne. Würde ich sagen, das reicht erst einmal. Du arbeitest bitte für mich auf der Sequana. Genau. Gut, ich gehe jetzt in meine neuen Quartiere. Dankeschön. Und tschüss. Und ja, das ist der beste Verteidigungsoffizier. Ja. Reicht erst einmal, würde ich sagen, oder? Hallo, mein Freund. Ja, besser geht's immer. Sequana, Abwehrschiff, Wellen. Ich fange meine neuen Aufgabe an, Sir. Danke für Ihr Vertrauen. Danke auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Sehr schön. Kommt jetzt wieder einer zurück? Nee, kommt keiner zurück. Alles cool. Genau, jetzt haben wir hier eine Sequana mit Techniker. Halt, was haben wir hier? Ramikon? Was? Achso, die fliegt hier durch. Okay, alles gut, alles gut. Jetzt haben wir eine Sequana mit Info, Techniker repariert. Es gibt nichts zum Reparieren. Captain automatisch Nachttank, bitte. Und Verteidigungsoffizier verteidigt nicht, sondern er greift offensiv an. Genau, damit das Ganze aber nicht Alleinkampf wird, habe ich hier noch eine Tutorial. Das war die Tutorial 10. Und die werde ich sagen, oder der werde ich sagen, rufe neuer Vorgesetzter über Karte, Sequana, genau. Eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Sehr schön. Sehr schön. Genau, jetzt folgt die Tutorial der Sequana, beziehungsweise eskortiert sie, was ich auch sehr gut finde. Und die Sequana muss ich jetzt bloß noch zuteilen, rufe neuer Vorgesetzter über Liste. Station oder ein Schiff mit Materialzulieferer wählen Produktion. Sir, sehr schön. Das ist korrekt. Stelle dich nun durch. Jawohl. Genau, beide Schiffe haben den gleichen Stand an Sprungantriebs oder Energiezellen. Genau, springt jetzt oder fliegt nach tiefer Abstieg. Sammelt Ressourcen in tiefer Abstieg. Wieso da? Hä? Was? Da ist ja der Materialzulieferer. Ja, gut. Kurz mal reinschauen. Ja, das passt soweit. Jede Menge UFVs. Ja, wird auch soweit erstmal passen. Sehr schön. Genau, die fliegt jetzt in die Richtung. Die Troll sollte ja folgen. Ja, genau, es wurde wieder eine weitere Station fertig, was ich sehr gut finde. Welche war es jetzt? Was ist die da? Ja, genau, die Station war es. Irgendwie fliegt diese Quan ein bisschen schräg, oder täuscht es? Ja, schon irgendwie schräg. Egal. Hier brauchen wir auch noch jede Menge UFVs. Genau, hier werden 47 Millionen fällig für die ganzen UFVs, für die Verteidigungs-UFVs meine ich. Und genau, diese Station ist noch nicht fertig. Es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Steckt die Metallpanzerung 1368. Puh, 1368, aber das sollte doch normalerweise noch die da. Halt, die hat nicht so viel Zeug dabei. Über Liste, Materialzulieferer. Ja, das geht auf jeden Fall. Wie viel? 1368 will sie haben. Ja, das reicht sowieso nicht. Aber ich glaube 1520. Alles gut. Und dann schickt die die Rahanas 2 ihre anderen Ressourcen auf die Rahanas 1. Genau, damit alles auf einen. Wie viele möchten Sie haben? Ja, auf ein Schiff ist. Auf jeden Fall, Sir. Genau, Sprungzellen 600. Ja, ich darf dann immer mal wieder nachtanken.
Der Tyrell sollte jetzt theoretisch folgen oder auch nicht, oder? Sequana ist schon da. Super. Echt Wahnsinn. Was haben wir hier? Aha, okay. Warum dauert das so lange? Mit dem Beschleunigen. Es steht. Und steht. Und steht. Oh Gott, muss man nicht verstehen, oder? Warum das Schiff jetzt nicht dahin fliegt. Muss hin soll. Ja, behalt dein Zeug doch. Gleich werden wir nochmal unterbrochen. Ja, ja, passt schon. Ich würde mal sagen, ja, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play X-Rebirth, die 1-Stunden-Version. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.